Wenn man die Piratenpartei beschreibt oder wenn ich gefragt werde, wofür steht die Piratenpartei, dann nutze ich eigentlich immer vier Beschreibungsfelder und zwar vier Säulen. Zum einen sage ich, die Piratenpartei ist eine Partei, die für den Schutz von Bürger- und Grundrechten steht. Dass sie im Wahlprogramm einen Freiheitspakt beschlossen hat und die seit den Anschlägen in New York durchgreifenden Sicherheitsgesetze und die Sicherheitsgebung umdrehen möchte. Zum Zweiten, dass sie eine Partei ist, die auf politische Teilhabe setzt, Stärkung von Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Einbeziehung der Menschen in politische Entscheidungsverfahren ist eine zweite Säule, für die die Piratenpartei steht. Und sie ist eine Partei, die auf gesellschaftliche Teilhabe setzt. Gesellschaftliche Teilhabe in der Form, dass man neue Modelle der sozialen Sicherung, der Existenzsicherung vorschlägt und im Bundestag diskutieren möchte, durch Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Thema Grundeinkommen. Ich brauche das nicht ausführen, ihr seid auch Experten, ihr kennt die Diskussion. Aber auch gesellschaftliche Teilhabe in der Art und Weise, dass man einen leichten Zugang zu Bildung und Qualifizierung von Menschen, Kindern, Jugendlichen, Studenten, älteren Menschen schafft, der letztendlich dazu beiträgt, dass man politische Entscheidungen auf Basis von Wissen, Information und Kultur bestmöglich treffen kann und damit sich aktiv zeigt in dieser Demokratie. Und zum Vierten, die Piratenpartei ist eine Partei, die für Offenheit, Transparenz und Integrität in Öffentlichkeit, in Verwaltung und Politik steht. Integrität heißt für mich das Streben der Bekämpfung von Korruption. Alle Maßnahmen, die auf Korruptionsbekämpfung, Korruptionsprävention gezielt sind, sind für mich fallen unter mich, für mich unter den Begriff der Integrität. Letzte beiden Punkte sind auch Themen dieser Veranstaltung. Wenn man über gesellschaftliche Teilhabe spricht, dann sprechen wir im Bereich der Wirtschaftspolitik von gerechter Teilhabe. Und wir haben morgen einen Slot, glaube ich, auch zur Korruptionsbekämpfung, der auch unter dem Blickwinkel der Wirtschaftspolitik getroffen wird. Und ich versuche jetzt einmal eine kurze Beschreibung zu geben, wofür die Piratenpartei steht und vielleicht einige Gedanken und Impulse setzen. Außerhalb der Programmatik, dafür würde ich aber bestraft bei Twitter, aber das gehört halt auch dazu. Die Wirtschaftspolitik der Piratenpartei setzt auf gerechte Teilhabe. Sie setzt auf Nachhaltigkeit, Ökologie, soziale Gerechtigkeit und Verbraucherschutz. Sie setzt aber auch auf Begrenzung. Wirtschaftshandeln soll geprägt sein durch eine verlässliche Wettbewerbsordnung. Ein starkes Kartellrecht soll Monopol- und Oligopolbildung verhindern. Es soll gerecht zugehen. Politik soll in diesem Sinne einer gerechten, sozialen, ökologischen Teilhabe auf und an Märkten sicherstellen. Sie soll neue Kriterien zur Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung suchen, finden und entdecken und sollen Einzug halten. Denn es zurzeit bemisst sich die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft allein an der Produktion von Sachgütern und Dienstleistungen. Nicht das Bildungsniveau, nicht das literarische Schaffen, nicht künstlerische Kreativität sind ausschlaggebend. Und das wollen wir ändern. Wir wollen die Diskussion darüber führen, was Gemeinwohl ist, was Leistungsfähigkeit sind. Insofern wollen wir soziale Indikatoren zur Beschreibung des Gemeinwohls und des Wohlstands einer Gesellschaft stärker in den Vordergrund rücken. Wir glauben, dass wir in diesem Sinne Wirtschaftspolitik auch neu definieren müssen und neu ausrichten müssen. Letztendlich glauben die Mitglieder der Piratenpartei, glauben wir daran, dass jemand, der nur Ökonom ist und soziale wie politische Gedanken ausklammert, keine Bedeutung haben kann, keine Impulse für die reale Welt und damit auch für die Wirtschaftspolitik beibringen kann. Wirtschaft und Finanzen müssen mit sozialstaatlichen Forderungen verknüpft werden. Eine gerechte und leicht zugängliche Gesundheitsversorgung, soziale Wohnungsbauprogramme oder bessere Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten. In diesem Sinne muss Politik, muss Staat mitlenken und mitplanen dürfen. Auf eine Gefahr möchte ich allerdings jetzt schon hinweisen.
wenn Politik und Staat lenken wollen, dann sind sie ein willkommenes Ziel für alle Arten von Interessenpolitik und Lobbyismus. Unzählige Einflussmöglichkeiten existieren, die gegen das Gemeinwohl gerichtet sind. Deshalb ist es für mich die Korruptionsbekämpfung, die Korruptionsprävention ein unverzichtbarer Baustein wirtschaftspolitischen Denkens. Dazu aber später mehr. Ich möchte jetzt einen anderen Punkt hervorheben, der nicht Teil der Programmatik der Piratenpartei ist, der aber für einen Sozialwissenschaftler, für mich, immer wieder erstaunlich ist. Auf eine Phase der Hochkonjunktur, überhitzter Aktienmärkte und Inflation folgt unvermittelt eine Phase der sinkenden gesamtwirtschaftlichen Produktion, steigender Arbeitslosigkeit, rückläufiger Gewinne und stabiler, niedriger Preise. Dann kommt es wieder zum Aufschwung, einem höheren Beschäftigungsstand und wachsender Sorge vor einer Inflation. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Rezession sowie die Begegnung von eines Desinflationsrisikos obliegt in Europa der Zentralbank, die ja hier in Frankfurt sitzt. Wenn die Zentralbank in einer Rezession die Leitzinsen senkt, dann verlässt sie sich darauf, dass die Mitgliedsbanken den niedrigen Zinssatz an ihre Kunden weiterreichen und sie so zu einer Kreditaufnahme ermuntern. Die Produzenten sollen dann mehr Güter und Dienstleistungen herstellen und die Anlagen und Maschinen und Anlagen und Maschinen kaufen, die sie gewinnbringend nutzen können. Auch der Konsum soll steigen, angeregt durch billige Kredite. Die Talfahrt geht zu Ende, die Konjunktur springt wieder an. Kommt es zu einem starken Aufschwung mit anziehender Inflation? Setzt die Zentralbank den Zinssatz wieder herauf. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen und die Kreditaufnahme der privaten Haushalte sollen gehemmt werden, die Preise stabilisiert und dadurch Inflationsgefahren vermieden werden. So weit, so gut. Mal ganz abgesehen davon, dass es ein Skandal ist, dass Sparkassen, Raiff und Volksbanken in Deutschland niedrige Zinssätze an ihre Kunden nicht weiterreichen und zu hohe Dispozinsen einfordern und zahlreiche Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete zugleich in den Verwaltungsräten dieser Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sitzen und tatenlos zusehen. Das ist aber nur ein Thema, was man vielleicht einmal diskutieren kann. Was so schön bei dem Prozess des Auf und Abs klingt und in den Lehrbüchern der BWL auch schön beschrieben ist, existiert in der Wirklichkeit gar nicht. Dieser Prozess existiert nicht, den gibt es nicht. Firmen nehmen Kredite auf, weil sie hohe Gewinnerwartungen haben und sich Investitionen rechnen und nicht, weil die Zinsen niedrig sind. Trotzdem werden Zinssenkungen von der Fachwelt und der Öffentlichkeit als kluge und erfolgsversprechende Maßnahme bejubelt. Es gibt keine lässige Debatte, keine Kontroverse. Man lobt das verantwortungsvolle Handeln der hochgeachteten Fachleute und Personen des öffentlichen Lebens. Aber was unausgesprochen bleibt, zumeist tritt gar keine unmittelbare konjunkturelle Wirkung ein. Das ist für einen Sozialwissenschaftler, für mich, erstaunlich. Der Glaube, etwas so Komplexes, Heterogenes und seinem Wesen nach für jeden einzelnen Menschen so Wichtiges wie Geld, lässt sich durch gründlich erörterte, aber sehr einfache Entscheidungen wie eine Zinssenkung beeinflussen oder steuern. Das ist nichts anderes als frommes Wunschdenken. Aber für die Verantwortlichen ist es das Maß aller Dinge. Vielleicht denkt ihr mal drüber nach, man staunt ab und zu über die Welt der Wirtschaft, aber ich bin nur ein kleiner armer Sozialwissenschaftler. Zurück und abschließend noch einmal zur Korruptionsbekämpfung, das Morgenthema sein wird. Wir haben im Wahlprogramm einige Punkte aufgeführt, die sich in erster Linie auf korruptionsbekämpfende Maßnahmen in Politik und Verwaltung richten. Einmal die Abgeordnetenbestechung, dann Karenzzeiten für Politiker, die Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters, der es ermöglichen soll, einen legislativen Fingerabdruck
zu erzeugen, indem Menschen, Bürger und die Öffentlichkeit wissen, inwieweit Interessenverbände Einfluss nehmen auf politische Entscheidungsverfahren. Das Ganze richtet sich in erster Linie, wie gesagt, an Politik und Behörden. Aber für den Unternehmens- und Wirtschaftsbereich haben wir im Wahlprogramm zumindest keine Lösungen offeriert. Und ich würde mich freuen und versehe es auch mit einem legislativen Fingerabdruck jetzt. Die Vorschläge kommen nämlich nicht von mir, sondern von Transparency International. Das ist dann, was man auch nennen soll. Ich sitze nicht abends im Bett und denke mir alles selber aus. Aber für den Unternehmens- und Wirtschaftsbereich werden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die wir vielleicht in der Piratenpartei auch diskutieren können. Einmal wird gefordert, Corporate Governance und Compliance Management Systeme zur Korruptionsprävention in allen Unternehmen verpflichtend einzuführen. Der Gesetzgeber soll dazu Mindeststandards erlassen. Weiter sollten wir in der Piratenpartei diskutieren, die Straftatbestände für Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr zu verschärfen. Es sollte darüber nachgedacht werden, dass Bestechungen durch deutsche Unternehmen härter bestraft werden. Ein Unternehmensstrafrecht könnte hilfreich sein, könnte Abhilfe schaffen. Zumindest könnte man darüber nachdenken, Ordnungsgelder im Bereich des Ordnungswidrigkeitsgesetzes zu erhöhen. Schmiergeldzahlungen auch an ausländische Amtsträger sind zu verbieten. Was wir im Zusammenhang mit dem NSA-Skandal, Prism, Tempora erlebt haben und das wir etwas aus den Augen verloren haben, aber wir greifen es immer wieder gerne auf, ist der Whistleblower-Schutz. Die Piratenpartei fordert einen allumfassenden gesetzlichen Whistleblower-Schutz und ich glaube, wir sind gut beraten, auch für Unternehmen Hinweisgebersysteme einzurichten, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter in einem geschützten Rahmen über Korruption, Ethikverstöße oder Insiderhandel berichten können. Generell ist schließlich die Verantwortung des Unternehmens, aber auch die Mitverantwortung von Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern für einen korruptionsfreien Wettbewerb in Deutschland stärker einzufordern. Hierzu sind eventuell Berichtspflichten vorzusehen in Bilanzen. Es sind viele kleine Schritte, aber vielleicht können sie viel Gutes bewirken. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine lebhafte Diskussion, wie ich auf dem Plakat gesehen habe, Streitkultur, das hat uns ja immer schon geprägt im letzten Jahr, und wertvolle Gespräche und vor allen Dingen einen kollegialen und schönen Umgang miteinander. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und viel Spaß bei den 2 Tagen.